Man kann einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen und das ganze Volk einen Teil der Zeit, aber man kann nicht das gesamte Volk die ganze Zeit täuschen. Abraham Lincoln. Gib mir 5 Minuten für... Der gefakte Weltkrieg. Auf dieser Welt gibt es 5 Hauptakteure, die sich gegenseitig nicht angreifen, sich aber durch jeden Krieg in einem anderen Land bereichern. Schließlich brauchen die Überfallenen den Schutz eines Größeren. Es sind die sogenannten UN-Vetomächte. Dazu gehören die US Corporation, die Volksrepublik China, die Russische Föderation, die Republik Frankreich und das Vereinigte Königreich. Untereinander tun sie sich komischerweise nichts an, denn das würde einen globalen Krieg verursachen. Dieser ist die Ausdrucksform des geldgierigen, machthungrigen, militärisch-industriellen Komplexes. Und die Spielwiese dazu ist die ganze Welt. Diese 5 haben sich seit dem Zweiten Weltkrieg nie untereinander angegriffen. Ständig hören wir nur Schlagwörter der Kriegsspieldiplomatie, wie beispielsweise Erklärung verlangen, einmalige Maßnahme, gedankenlos, Dringlichkeitssitzung, ohne Mandat, Provokation, irreparabler Schaden und so weiter. Diese Art Nachrichten und Schlagwörter setzt man uns täglich vor, dabei könnte man glatt das Gefühl bekommen, dass das alles nur Show ist, weil man es noch nicht ernst meint. Auch die großen 5 wollen sich ungern aus der Komfortzone bewegen, wissen aber, dass sie es irgendwann tun müssen. Das Ende des Zweiten Weltkriegs ist einer der entscheidendsten Parameter auf der zeitlichen Achse, denn nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Welt neu aufgeteilt. Seitdem nehmen die USA die Weltführung für sich in Anspruch und setzen dies mit allen Mitteln um. Die USA bzw. die dahinterliegenden Machtstrukturen werden diesen Status nie freiwillig aufgeben oder teilen. Hinter diesem gebündelten Anspruch stehen aber viele Interessen wie Finanzzentren, Geheimdienste, Ölmafias, Drogenkartelle, Religionen, Industrieverbände und andere Gruppen. Und mittlerweile ist der Turm an Fiat Money-Schulden so dermaßen angewachsen, dass das US- und Weltsystem nicht mehr zu halten ist. Es ist in vielen Ebenen herabgewirtschaftet und von der Gier zahlloser Generationen zerfressen. Dieses System ist in vielfältiger Weise am Ende und mit ihm alles, was seit dem Zweiten Weltkrieg installiert und aufgebaut wurde. Die gemachten Schulden sind ein riesiger Betrug, weil sie nie zurückbezahlt werden können, doch es gibt einen übergeordneten Plan, was die politischen, finanziellen und gesellschaftlichen Entwicklungen auf dieser Welt angeht. In den letzten Jahren wurde dieser Plan immer deutlicher und wie immer geht es um ein relativ kleines Land auf diesem Planeten, aber mit ungeheurem Potenzial. Deutschland. Und gerade deshalb wird Deutschland gerade heruntergewirtschaftet. Es braucht einen Neuanfang. Das geschaffene internationale Recht der vergangenen 70 Jahre wird weggesprengt und sich als Illusion erweisen, als Weg in die falsche Richtung. Die Handlanger des Systems gleich mit. Also Vereinte Nationen, internationaler Währungsfonds, alle Arten von Abkommen. Auch die, die diese Institutionen geschaffen haben. Militärische Bündnisse, all das soll abgeschafft werden. Was man in den vergangenen 70 Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg initiiert und aufgestellt hat. Alles war eine Farce, eine Illusion, weil in bestimmten Bereichen die Rechtsfähigkeit nicht gegeben war. An etwas Neuem wird gearbeitet und das alte See- und Handelsrecht wird wohl mit verschwinden. Der Mensch würde tatsächlich wieder zum Menschen werden. Die in den letzten Jahren geschaffenen Feindbilder, die der militärischen US-Dominanz ihre Existenzberechtigung geben, würden sich auflösen. Es geht darum, geschaffenes internationales Vertragsrecht seit dem Ersten Weltkrieg zurückzusetzen. Von dort soll dann der Neustart erfolgen. Auf politischer und militärischer Ebene braucht es nur einen kleinen Zündfunken und die Lage eskaliert. Und es kommt zum Krieg in Europa und natürlich auch in Deutschland. Ein auslösendes Moment, um das System zu resetten und auf einen alten Wiederherstellungspunkt zu setzen, müssen bestimmte ausgewählte Beteiligte einen Krieg anfangen. In diesem Fall dürfte es sich um eine Art gefakten Weltkrieg handeln, denn im üblichen Sinne Krieg führen steht nicht ganz im Vordergrund. Also die Bereicherung und die Plünderung des Gegners, denn die Gewinner haben ihre Schätze schon längst im Tresor. Es geht um die Beseitigung aller neuen politischen Ordnungen seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Nachkriegsordnung wird aufgelöst. Die neuen alten Ordnungen dürfen schon Gewehr bei Fuß und zur Installation und Wiederherstellung bereitstehen. Das Fazit. Wer meint, dass 4200 Jahre nach Einführung eines Papiergeldsystems alles schön linear weiterlaufen könnte und Kriege nur dazu geführt werden, um Despoten aus Ländern zu vertreiben, die ein vom Rothschild abgekoppeltes Zentralbankensystem haben, Menschenrechte zu bewahren, sich die Bodenschätze wie Gold und Öl anzueignen, neue Landmassen zu besitzen, moderne Käufer für seine westlichen Produkte zu schaffen und Aktienbesitzer glücklich zu machen, der sollte das Große und Ganze dahinter nicht außer Acht lassen, denn alle Führer in der Welt und deren Finanz- und Rechtsberater wissen, dass irgendwann der Punkt ohne Wiederkehr erreicht ist und es zum großen Showdown kommen muss, in dem die Bewohner des Planeten kollektiv verarscht werden müssen und ein gefakter großer Krieg vom Zaun gebrochen werden muss, um alles Alte hinter sich zu lassen und eine neue, alte Ordnung mit staatlichen Rechten und freien Bürgern kommen muss. Die Elite wird einsehen müssen, dass es Menschen gibt, die auf ihr verschissenes Spiel keinen Bock haben und einfach nur frei sein wollen. Also bereite dich auf ein unangenehmes Feuerwerk am Nachthimmel vor, das geführt werden muss, um den Hebel der neuen falschen Ordnung umzulegen. Sei Mensch und mach dich unabhängig.